Es geht hier um einen Antrag, der zu einem sehr, sehr aktuellen Thema gestellt ist, und zwar die Errichtung einer medizinischen Hochschule in Bozen. Wir haben diesbezüglich auch eine Pressekonferenz auf erweiterter Ebene veranstaltet. Wir haben dazu renommierte, also hochkarätige Mediziner gehört. Nicht nur Herrn Professor, den weitum bekannten Implantationschirurg und Vater aller großen Chirurgen weitum, Professor Margreiter, sondern auch viele andere gehört, Herr Landesrat. Man weiß, dass das Medizinstudium weitaus das kostenintensivste überhaupt ist. Alle anderen Studien sind nicht damit vergleichbar und vor allem deswegen, weil hier sehr viele Komponenten mit einbezogen werden müssen. Es geht nicht nur an, dass man Mediziner ausbildet, sondern es braucht begleitende Maßnahmen. Es braucht die Verknüpfungen mit sehr vielen anderen Fächern. So hat uns Professor Margreiter geschildert, was alles damit zu verknüpfen ist. Physik, Chemie, Biochemie, auch Psychologie und viele andere Bereiche. Es braucht dazu auch die wissenschaftliche Begleitung. Es braucht die Anbindung an Forschungszentren im medizinischen Bereich. Und es ist natürlich nicht in erster Linie der Kostenfaktor, aber auch in erster Linie, Herr Landesrat, geht es um die Qualität des ärztlichen Nachwuchses. Weshalb sehr, sehr viele eben darauf verweisen, dass wir in allernächster Nähe ein Juwel haben, traditionsgemäß, seit 1674, Herr Landesrat Deiner, wird der allergrößte Teil der Südtiroler Ärzte an der Universitätsklinik, an der Universität, Medizinischen Universität Innsbruck ausgebildet. Und genau die Universität Innsbruck hat das Medizinstudium abgekoppelt von der gesamten universitären Einrichtung wegen dieser Kostenintensität. Dafür, dass man eben auch getrennt dafür die Mittel bekommt und verwalten kann. Das wird vielleicht möglich sein. Jedenfalls hat man das abgetrennt, weil es eben ein immer größerer Bereich geworden ist und weil der einer besonderen Begleitung, auch einer besonderen Aufsicht bedarf und einer jährlichen besonderen Ausstattung bedarf, vor allen Dingen. Herr Landesrat, ich darf Ihnen erzählen, wie viele Leute, und ich selber, gehe zu Ärzten, von denen ich weiß, dass sie Spezialisten auf ihrem Gebiet sind. Ich persönlich und mein Mann sind letzthin noch schnell zu Primar Frötscher nach Sterzing gegangen, um eine Generaluntersuchung, also mit verschiedenen spezialistischen Untersuchungen. Und Sie glauben nicht, wen alles ich dort getroffen habe. Von wo überall her? Aus Auer, aus Bozen, aus Meran, die eben dorthin gehen, weil sie wissen, das sind spezialisierte Ärzte, das sind gut ausgebildete Ärzte, weil es in diesem Projekt Medizinische Hochschule ja auch um die Attraktivität der Arbeitsplätze geht. Und das haben Sie in Beantwortung unserer Anfrage ja gesagt. Ich stehe zum Vorhaben, weil es eine vernünftige Investition in Arbeitsplätze ist und weil es dem Gesundheitsstandort Südtirol und den heimischen Wirtschaftsläufen nützt. Aber vor allen Dingen muss es den Patienten und der ärztlichen Versorgung nützen. Und aus diesem Grunde ist es wesentlich, Herr Landesrat, dass es eine Struktur gibt, die die dauernde Anbindung an die Forschung, an die Wissenschaft hat, Begleitung hat. Denn wie Professor Margreiter auch sagt, es ist der falsche Weg,
einige Professoren einzufliegen, eine Woche Unterricht zu halten, einen Blockunterricht zu halten. Und die sind dann wieder an ihren Stammuniversitäten in Bologna und in Florenz und in Padua. Nein, es braucht die ständige Begleitung. Er hat aus eigener Erfahrung gesprochen. Er hat gesagt, alle seine exzellenten Studenten, dazu gehört auch Professor Dr. Königsreiner, die sind angewiesen in der Ausbildungszeit auf die tägliche Begleitung, wo sie rückfragen können. Und deshalb wäre das, Herr Landesrat, die ideale Konstellation, weil wir das ja in allernächster Nähe haben. Wir haben die Landesuniversität in allernächster Nähe. Wir können ab 3 oder 4 Lehrabteilungen an einem Krankenhaus das zu einer akademischen Lehrabteilung dieser Universitätsklinik Innsbruck machen. Und es gibt bereits 2 exzellent besetzte Primariate und Lehrabteilungen im Bozner Krankenhaus, nämlich was die innere Medizin anbelangt mit Professor Wiedermann und was die Urologie anbelangt mit Primar Dr. Bücher, mit Primar Armin Bücher. Das sind also bereits Zentren, die auch Studenten ausbilden, Herr Landesrat. Bitte hören Sie mir zu. Aber von dort kommen die Signale, dass sie dafür nicht unterstützt werden, sondern behandelt werden wie ganz normale Abteilungen. Und sie leisten zur täglichen Versorgungsarbeit, Frau Martha Stocker, ich möchte die Aufmerksamkeit. Es geht hier um ein Kernthema, das auch Ihnen wichtig sein muss. Also, ab 3 Abteilungen kann man das als akademische, Entschuldigung dann, Lehrabteilung, ab 4, ich habe auch in meinem Beschlussantrag 4, Professor Margreiter sagt ab 3, 4 Abteilungen. Und Herr Landesrat, es gibt in Südtirol insgesamt 16 oder 18 Primariate. Es gibt viele habilitierte Primare und Voraussetzung für eine solche Lehrabteilung ist ein habilitierter Primar. Die Leute haben wir in Südtirol. Wir brauchen also nicht von außen teure Universitätsprofessoren, teure Professoren einzukaufen, die dann ja auch wieder dort ihre Arbeit verrichten müssen. Wir könnten diese akademische Lehrabteilung schaffen, die garantiert nicht nur, dass die Ärzte hier ausgebildet werden. Und Professor Margreiter sagt ja, man hat ausgerechnet mit Rektor Lux, dass man 150 Plätze reservieren könnte für Südtiroler. Davon hat er gesprochen. Wenn man 10.000 zuschießt, dann sind das 1,5 Millionen und nicht wie vorgesehen 30, 40 können das ja dann sagen. Das habe ich so in Erinnerung. Die Kollegen, die bei der Pressekonferenz dabei sein mögen, das berichtigen, wenn es nicht stimmt. Auch die Zahlen, die Sie vorgelegt haben, die immer wieder ins Spiel gebracht werden, sind inzwischen überholt, denn die Einschreibungen für 12, 13 sind höher als letztes Jahr. Professor Margreiter sagt, es gibt im letzten Jahr 90 Absolventen der medizinischen Ausbildung. Und die Attraktivität, Herr Landesrat, besteht darin, dass man eben an solchen akademischen Lehrabteilungen nicht nur die Begleitende, also man kann die Vorlesungen einen Teil hier machen, zum Großteil in Innsbruck, Ausbildung in Bozen an den Lehrabteilungen, Ausbildung in Innsbruck in anderen speziellen Fachgebieten. Und das ist die Attraktivität, weil ein Arzt, der hier so einen qualitativen Arbeitsplatz findet, auch zurückkehren will. Und es zählt nicht so sehr in diesem Bereich dann, dass es ein Juwel an Dreisprachigkeit wird, sondern es geht darum, dass es Anknüpfung an das fachlich qualifizierte Juwel hat. Das macht die Attraktivität aus. Dass eben die Ausbildung funktioniert, die Anbindung und Innsbruck hat Weltruf. Innsbruck hat Weltruf. Innsbruck hat einen exzellenten Ruf. Ja.
Man kann ja auch dort verbessern und man sagt uns allgemein, dass man froh wäre, wenn man diesbezüglich, also Südtirol, in Südtirol dieses Standbein auch haben könnte, auch wegen der Verknüpfung der Landesuniversität, aber natürlich auch, wenn Südtirol einen Teil des Geldes zuschießen könnte zu dieser Ausbildung, wo die Südtiroler immer noch den Österreichern gleichgestellt sind. Aber auch Innsbruck muss sich an europäische Kriterien und Kriterien halten, was die Anmeldung geht. Aber Innsbruck hat jahrzehntelang, Herr Landesrat, die Medizinstudenten, die Südtiroler Medizinstudenten mit Privilegien bedacht. Und aufgrund dessen haben wir exzellente Ärzte im Land, die so viel leisten und die bedauern. Und ich habe mit vielen gesprochen, dass das von vielen Beamten in ihrem Ressort nicht entsprechend honoriert wird. Dort geht man mit wie die Erbsenzähler manchmal voran, wenn es um Fortbildungen geht, anstatt das zu honorieren, dass die Ärzte eben genau diese fachliche Qualifizierung noch verbessern wollen. Sie wissen, ich hoffe, Sie haben auch den Antrag hier gründlich durchgelesen, wo das alles nachgewiesen wird. Und ich hoffe, Sie nehmen diese Möglichkeit ernst. Das möchten wir. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Und es ist weder hier eine billige Polemik. Es ist wirklich ein Grundanliegen. Und ich ersuche Sie, darüber nachzudenken, was man machen könnte mit dieser Anknüpfung, mit dieser akademischen Lehrabteilung. Danke. Grazie. Grazie. Ja, es ist sicherlich ein sehr emotional geführtes Thema, das von der Bevölkerung auch sehr gefühlt wird. Denn hier geht es um das Gesundheitswesen in Südtirol, um die Ausbildung der Jungärzten, der nächsten Generation an Ärzten, die ja dann in Südtiroler Krankenhäusern arbeiten sollen und dieses Gesundheitswesen in Südtirol tragen. Und ich denke, es gilt hier einfach zwei Punkte zu berücksichtigen. Es ist zum einen sicherlich diese Bindung an die Landesuniversität Innsbruck. Wir haben mit der Universität Innsbruck eine Ausbildungsstätte, die über Jahrhunderte hinweg auch Südtiroler Studenten ausgebildet hat, die in den letzten Jahrzehnten, und das kann man an dieser Stelle nicht oft genug sagen, Südtiroler Studenten gratis ausgebildet hat. Wo gibt es so etwas weltweit, dass im Grunde genommen ein Staat hergeht und sagt, ich biete das, diese Möglichkeit an, dieser, wenn wir auch nicht mehr im Moment zu Österreich gehören, also im Moment meiner Bevölkerung, die aber im Moment in einem anderen Staat lebt, ohne irgendeine Beteiligung, ohne irgendeinen Vorteil selbst daraus zu ziehen, die Möglichkeit an, hier eine Ausbildung diesen Menschen zu garantieren. Das ist einfach ein Wert, den man nicht genug hochschätzen kann. Und da sollten wir uns schon auch einmal überlegen, ob man so etwas einfach leichtfertig über Bord wirft. Es geht hier ja nicht nur darum, dass die Studienplätze zur Verfügung gestellt werden sollen. Wir wissen, dass in den letzten Jahren gerade die Universität in Innsbruck einen sehr starken Zulauf von Studenten aus Deutschland hatte, dass es zu großen Problemen geführt hat, dass man beispielsweise eine gewisse Anzahl von Studienplätzen für sogenannte einheimische österreichische Studenten reserviert hat. Unter diese Gruppe fielen auch die Südtiroler. Und gerade unter diesem Aspekt wäre beispielsweise eine finanzielle Beteiligung des Landes Südtirols an der Universitätsklinik in Innsbruck ein wunderbarer Weg, auch beispielsweise diese Plätze, diese Reservierung der Plätze zu rechtfertigen, weil damit die Landesuniversität in Innsbruck auch den Auftrag zur Ausbildung einer sprachlichen Minderheit bekommen würde und somit auch auf europäischer Ebene, wenn dieser Lehrauftrag der Universität Innsbruck damit gegeben wäre, auch auf europäischer Ebene so etwas viel, viel leichter zu rechtfertigen wäre, dass man einen gewissen Prozentsatz an Plätze zur Verfügung stellt, reserviert, weil man eben diesen Lehrauftrag zur Ausbildung einer sprachlichen Minderheit hat. Es ist natürlich aber auch die Frage, und das ist hier ja immer wieder ins Feld geführt worden, hat Südtirol in Zukunft genug Ärzte? Das muss man mit Ja beantworten. Es werden nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Staaten jedes Jahr unzählige Absolventen der Medizin ausgebildet, die aber nicht mehr nach Südtirol zurückkommen. Und da müssen wir uns die Frage stellen, warum kommen diese Menschen nicht nach Südtirol zurück? Und ein Grund, der immer wieder ins Feld geführt wurde, ist, dass man später in Südtirol nicht die Möglichkeit oder nicht dieselbe Möglichkeit zur Arbeit hat, wie man das an Universitätskliniken hat, in Deutschland, Österreich und anderen Städten. Und hier wäre eben dieser Paradeweg, den Dr. Margreiter hier aufzeigt, dass man eben das Krankenhaus Bozen zu einer Lehreinrichtung macht,
indem man eben auch hier Forschungsmöglichkeiten bietet, durch eine Kooperation mit der Landesuniversität Innsbruck, ohne hier eine neue Struktur aufbauen zu müssen, ein idealer Weg. Ich weiß, die Landesregierung hat ja in den letzten Tagen auch darüber gesprochen, dass dieses Projekt der Medical School jetzt einmal vorzeitig auf Eis gelegt worden ist. Nur hier geht es nicht darum, nur ein Projekt im Moment auf Eis zu legen, sondern hier gilt es darum, den besten Weg zu finden. Den besten Weg für die Ausbildung der Jungärzte, auch für die Zukunft. Und wir sind einfach der Überzeugung, dass die Landesuniversität Innsbruck alle Voraussetzungen bietet, dass durch eine Beteiligung des Landes Südtirols auch die Kostenfrage wesentlich geringer wäre und dass man dieses wertvolle Gut, auch diesen renommierten Namen, den die Landesuniversität Innsbruck auf der ganzen Welt genießt, nicht einfach über Bord werfen sollte, nur um in Bozen eine eigene Struktur zu gründen, die dann, und das wurde ja aufgezeigt, im Grunde genommen der Universität Florenz zugeschrieben würde und nicht mehr Südtirol und nicht mehr der Landesuniversität Innsbruck. Und deswegen unsere eindringliche Bitte, und ich komme jetzt zum Schluss meiner Ausführung, hier dieses Projekt eingehend noch einmal zu überprüfen und bevor man eine Medical School in Südtirol errichtet, hier den Vorzug der Landesuniversität Innsbruck zu geben. Kollege Sigmar Stocker, ich werde dich ein bisschen informieren über die Hintergründe, dann wirst du sehen, dass uns hier von Anfang an eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Bundesland Tirol sehr gelegen war und nach wie vor liegt. Das Projekt der Medical School in Südtirol ist von Anfang an gemeinsam von Tiroler Landesregierung und Südtiroler Landesregierung gemeinsam gewollt worden und auch entsprechend begleitet. Und eines dürfen wir nicht vergessen, wir dürfen uns hier nicht Streit hineinziehen lassen, den es seit Langem offenkundig gibt zwischen der Med-Uni Innsbruck und der Tiroler Landesregierung. Ich möchte nicht, dass dieser Streit jetzt praktisch auf Südtirol übertragen wird. Klar ist, dass für uns der erste Ansprechpartner logischerweise für die Südtiroler Landesregierung die Tiroler Landesregierung ist. Und wir haben auch im Zusammenhang, weil Sigmar Stocker, du erwähnt hast, den Dreierlandtag und EVDZ, gerade dort haben wir das auch gemeinsam beschlossen. Auch das, was jetzt in dem Zusammenhang steht. Da haben beide Landesregierungen entsprechende Schritte unternommen. Ja? Also da müsstest du dich jetzt selbst korrigieren. Ja? Dann, wenn wir hingehen, praktisch zwar von Anfang an die Absicht beider Landesregierungen, eine Medical School in Nordtirol und in Südtirol zu gründen, die dann gemeinsam mit Partnern im In- und Ausland eine innovative Medizinerausbildung formalisieren und durchführen soll. Für Südtirol hätte dies eine qualitativ hochstehende, neuwertige und dreisprachige Medizinerausbildung bedeutet, wobei der Titel im Rahmen der Regio von allen Universitäten gemeinsam vergeben worden wäre. Und ich erinnere daran, dass der Tiroler Wissenschaftsminister und der italienische Wissenschaftsminister erst im letzten Jahr hier wiederum das betont hat bei der Zusammenkunft. Dieses Projekt hat Vorzeigecharakter und sollte unbedingt betrieben werden, auch der österreichische Wissenschaftsminister. Also nicht, dass wir da uns abkoppeln, ganz im Gegenteil. Die Gründe für den Aufbau eines Medizinstudiums in Südtirol sind dabei nicht nur der bevorstehende Ärztemangel, wie wir ihn bereits heute in der Allgemeinmedizin spüren, sondern vor allem auch eine gesteigerte Möglichkeit, klinische Forschung auf einer Universitätsebene zu betreiben und somit die Attraktivität unserer Arbeitsplätze im Gesundheitswesen zu verbessern. Viele junge Ärzte aus Südtirol, die im Ausland arbeiten, haben uns bestätigt, dass sie unter der Voraussetzung, dass sie auch in Lehre und Forschung tätig sein könnten, gerne nach Südtirol zurückkommen würden. Die Knappheit der Medizinstudienplätze ist nicht nur für Südtiroler Studenten ein Problem, denn mittlerweile trägt sich fast jedes österreichische Bundesland mit dem Gedanken, eine eigene Medizinausbildung zu etablieren. Und auch der Hinweis, der heute da in der Debatte gekommen ist, wir hätten die Möglichkeit, hier Plätze zu reservieren. Diese Möglichkeit haben wir nicht nur einmal, sondern x-mal in Wien erörtert. Auch mit der Bereitschaft, auch von unserer Seite hier auch entsprechend das finanziell abzusichern. Es ist aber im Rahmen der aktuellen Gesetzgebung von österreichischen Regierung, uns immer wieder gesagt worden, es ist nicht möglich, dass wir solche Plätze für Südtirol reservieren können. Und das müsste auch der Professor Margreiter wissen. Ja? Und es ist uns nicht möglich, wir haben uns in Wien nicht nur einmal, auch gemeinsam mit den Nordtiroler Partnern waren wir dort Vorstellungen. Und es ist uns gesagt worden, es ist leider nicht möglich. In der Ergänzung, Kollege Bios-Leitner,
Nicht nur die Luxemburger haben diese Möglichkeit, praktisch fallen in dieses österreichische Kontingent wie die Südtiroler, auch die Liechtensteiner, nur um das Ganze abzurunden. Also was den ersten Mangel anbelangt, müssen wir auch eines bedenken. Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt in den nächsten Jahren große Pensionierungswellen haben, gerade was die Allgemeinmedizin anbelangt, sondern dass wir auch verpflichtet sind, hier die Zahl, das Verhältnis Ärzte, Betreute anzupassen. Das heißt, wir brauchen auch da entsprechend mehr Ärzte. Und deshalb werden wir alle nicht umhin kommen. Wir haben uns das öfter mit der Ärztekammer getroffen, nicht nur mit der Südtiroler, sondern auch den Ärztekammern, sowohl des Trentinos, aber insbesondere von Tirol. Alle bestätigen uns, wir haben hier einen erhöhten Bedarf. Wir kommen nicht umhin, dass wir mehr Mediziner brauchen. Das steht fest. Auch die im Beschlussantrag angeführten hohen Kosten sind sehr zu relativieren. Ich habe heute die Kosten gehört von 30, 40 Millionen. Da kann ich sagen, von solchen Kosten haben wir nicht mal im Entferntesten gesprochen. Nie haben wir gedacht, dass wir hier eine Volluniversität oder Vollfakultät aufziehen. Es war von vornherein geplant und auch hart gesprochen, was sollte hier in Südtirol machen können und was sollte beispielsweise in Innsbruck gemacht werden oder anderswo gemacht werden. Deshalb sind diese Kosten von 30 Millionen, wir wären nie in der Lage, es war auch nie die Absicht und alle, die hier involviert sind, ob das jetzt dann Professor Wiedermann ist oder Dr. Mayer und wie auch immer, nie haben wir daran gedacht, hier die ganzen Institute selbst aufzubauen. Das wird auch Ihnen niemand bestätigen können, dass wir hier von Zahlen gesprochen haben oder gedacht haben von 30, 40 Millionen. Das ist völlig unrealistisch. Unser Plan war es stets, im Rahmen einer engen Zusammenarbeit zwischen Tirol und Südtirol und im Rahmen des Euregio-Universitätsprojektes in allen drei Euregio-Ländern in Südtirol, genauso wie Innsbruck, aber auch Trient hat hier Interesse angemeldet, ein solches Vorhaben umzusetzen. Dies würde allen Partnern eine Mitbestimmung zwischen den und jedem Land ermöglichen, seine spezifischen Notwendigkeiten und Bedürfnisse zu berücksichtigen. Das gilt im besonderen Ausmaße auch für die medizinische Forschung. Auch diesbezüglich möchte ich anfügen, dass wir hier in Südtirol gerade auch in Abstimmung, gerade auch mit Innsbruck, hier sehr, sehr viel erreicht haben. Wir haben hier gerade, was die Forschungsprojekte im Bereich der Medizin anbelangt, haben wir einen Grundsatzbeschluss gefasst als Südtiroler Landesregierung, dass wir hier keine, weil der Vorwurf immer kommt, das wäre alles viel zu provinziell, dass wir hier nicht einzelne Projekte fördern, die hier nur für Südtirol Relevanz haben. Man sagt, entweder sie haben Relevanz auch und werden in Tirol beispielsweise oder in Österreich mit unterstützt, oder sie werden vom italienischen Ministerium mit unterstützt. Wir haben beispielsweise allein im Zeitraum zwischen 2006 und 2010 allein hier 2,9 Millionen Förderung bekommen von Rom diesbezüglich für Forschungsprojekte. Wir fördern kein einziges Forschungsprojekt, wo nur wir hier der Meinung sind, das wäre interessant. Wir möchten gerade, wir sind uns sehr wohl bewusst, nicht größenwahnsinnig, wie uns da unterstellt wird, dass wir hier wirklich eine sehr kleine Einheit sind. Und deshalb sagen wir, wir möchten gerade, was die Valenz auch von dieser Forschung anbelangt, dass das eben auch entweder international oder zumindest auf staatlicher Ebene auch gesehen wird und auch entsprechend unterstützt. Die Fachausbildung, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen in dem Zusammenhang, in Südtirol wird an unseren Krankenhäusern bereits heute durch Unterstützung der Tiroler Ärztekammer nach dem Tiroler Modell umgesetzt und durchgeführt. Auch das wurde hier belächelt am Anfang. Und viele hatten ja auch diesbezüglich einige Anfragen hier zu beantworten, wo man gesagt hat, ja, was soll das jetzt? Ist das wiederum eine Abkoppelung von Italien und so weiter? Wir gehen ganz bewusst diesen Weg, dass wir hier versuchen, die enge Zusammenarbeit mit Tirol eben nicht nur zu pflegen, sondern auch auszubauen. Und diese Möglichkeit, die wir hier geschaffen haben, und das kann der Kollege Sven Knoll sicherlich bestätigen, ist ein sehr interessantes Modell. Findet Zuspruch, meiner Meinung nach, auch ausbaufähig. Es gibt auch hier noch ein Verbesserungspotenzial. Wir denken auch daran, wie könnte man das noch interessanter gestalten. Aber daran wird gearbeitet. Ich nehme aber auch die Bedenken, die Sie hier geäußert haben, sehr ernst. Und uns geht es ja, im Grunde genommen, sind die Unterschiede da nicht allzu groß. Wir haben ja auch einige Male schon gesprochen. Wir alle wissen, wir brauchen in Zukunft mehr Ärzte. Deshalb nützt uns die ganze Trickserei mit den Statistiken nicht und Schönrederei, sondern Fakt ist, wir brauchen mehr Medizinstudenten.
Fakte und auch und in der Folge dann eben auch Absolventen. Fakt ist aber auch, dass wir hier großes Interesse haben an Forschung und Lehre. Alle eint uns auch der Wunsch, zumindest habe ich das allen Wortmeldungen entnommen, dass wir das auch im Rahmen der Euregio machen wollen. Und deshalb, das war auch von Anfang an unser Bestreben. Deshalb haben wir, unabhängig jetzt vom Beschlussantrag, ich möchte es heute ganz ausdrücklich hier nochmals erwähnen, wir haben vor, im nächsten Monat, also im Laufe des Monats April, eine Tagung zu organisieren, wo alle Modelle dargestellt werden, wo auch die Modelle, wie Sie sie hier propagiert haben und vorgestellt haben, ausführlich dargestellt werden. Ich lade Sie alle ein, hier entsprechend eben auch sich einzubringen. Genauso auch eine Einladung ergeht an den Freundeskreis der Universität Innsbruck, aber auch an die Universität Innsbruck. Wir wollen hier keine Geheimniskrämerei betreiben, sondern wir möchten das ganz bewusst den Leuten klar machen und auch der Öffentlichkeit. Wir brauchen mehr Studenten, in der Folge mehr Absolventen. Wir möchten den Standort Südtirol interessanter machen. Wir möchten Forschung und Lehre in Südtirol intensivieren. Wir möchten aber das alles im Rahmen der Regio realisieren. Und das alles muss auch kostenmäßig vertretbar sein. Und deshalb schlagen wir vor, nicht diesen Beschlussantrag zu genehmigen, da heißt es nur, die Alternativen zu studieren. Wir sagen alle Möglichkeiten. Auch die, dass man auch die Medical School, das ist nicht eine heilige Kuh, sondern genauso wie die Alternativprojekte, die hier vorgeschlagen sind, dass wir alles auf den Prüfstand bringen, dass wir hier alles analysieren. Und ich lade Sie dazu ganz herzlich ein. Aber dieser Beschlussantrag, wo man nur sagt, weg mit der Medical School, ich würde das auf keinen Fall jetzt eliminieren, sondern dass man ganz offen eine Diskussion führen, Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle aufzeigen und uns dann gemeinsam eben auch für einen Weg entscheiden. Aber eines ist mir wichtig, das möchte ich in aller Deutlichkeit auch sagen, dass wir hier nicht den Rahmen der Euregio verlassen. Für uns ist sehr wichtig, dass wir hier genauso das Bundesland Tirol, aber auch das Trentino, das hier starkes Interesse angemeldet hat, mit einbeziehen und versuchen hier, nicht jeder dass, seine Suppe kocht, sondern dass wir hier wirklich, so wie es der Sigmar Stocker gesagt hat, dass wir uns hier gemeinsam abstimmen und dass wir sagen, wo können wir uns ergänzen, aber letztendlich geht es auch darum, dass wir hier alle in allen drei Bundesländern haben wir die gleichen Herausforderungen, dass wir hier auch gemeinsam eine Antwort finden. In diesem Sinne baue ich darauf, dass es uns hier gelingt, wirklich diese Anliegen, und ich nehme das sehr ernst, was Sie gesagt haben, dass wir das aufgreifen, wirklich breit diskutieren und dann eben auch versuchen, eine Lösung zu finden, die auch auf eine entsprechend großen Akzeptanz und breiten Akzeptanz stößt.